Biotin, auch als Vitamin H oder Vitamin B7 bekannt, ist ein wasserlösliches Vitamin, das eine wichtige Rolle bei der Umwandlung von Nahrung in Energie spielt. Ein Mangel an Biotin ist selten, kann aber, wenn er auftritt, zu einer Reihe gesundheitlicher Probleme führen. In diesem Video werden wir euch 7 akute Anzeichen für einen Biotinmangel vorstellen, damit ihr rechtzeitig Maßnahmen ergreifen könnt. Also, lasst uns direkt beginnen. Nummer 1. Haarausfall. Ein akuter Biotinmangel kann zu Haarausfall führen, da Biotin essentiell für das Haarwachstum ist. Wenn ihr unerklärlichen Haarausfall bemerkt, kann dies ein Anzeichen für einen Biotinmangel sein. Nummer 2. Hautausschlag. Ein Mangel an Biotin kann zu Hautproblemen führen, wie zum Beispiel entzündlichen Hautausschlägen um Mund, Nase und Augen. Dies kann auf eine verminderte Fettproduktion in der Haut zurückzuführen sein, die durch den Mangel verursacht wird. Nummer 3. Brüchige Nägel. Brüchige, splitternde Nägel können ebenfalls auf einen Biotinmangel hindeuten. Biotin ist wichtig für die Gesundheit der Nägel und ein Mangel kann ihre Struktur schwächen. Nummer 4. Müdigkeit. Ein Biotinmangel kann zu chronischer Müdigkeit und Schwäche führen, da Biotin an der Energieproduktion im Körper beteiligt ist. Wenn ihr euch ständig müde und erschöpft fühlt, könnte dies ein Anzeichen für einen Mangel sein. Nummer 5. Nervenprobleme. Biotin spielt eine Rolle bei der Funktion des Nervensystems. Ein Mangel kann zu Nervenproblemen wie Kribbeln und Taubheitsgefühl in Händen und Füßen führen. Nummer 6. Stimmungsschwankungen. Ein Mangel an Biotin kann auch zu Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit und sogar Depressionen führen. Dies kann auf eine beeinträchtigte Neurotransmitterproduktion im Gehirn zurückzuführen sein. Nummer 7. Muskelschmerzen. Muskelschmerzen und Krämpfe können ebenfalls auf einen Biotinmangel hindeuten. Biotin ist für die normale Muskel- und Nervenfunktion wichtig und ein Mangel kann zu Beschwerden führen. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wir hoffen, unser heutiger Beitrag hat euch gefallen und konnte dem ein oder anderen weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren. Aktiviert auch die Glocke, wenn ihr keines unserer neuen Videos mehr verpassen wollt. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.